Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord in unserer Moment 60. Folge. Mensch, doch schon so schnell die 60 Folgen erreicht. Heute am 24.05. Version 1.4.0. Beim letzten Mal mit unserer zukünftigen Gattin in einem Brettspiel geendet. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, hier wenigstens zu bestehen. Ihr zeigen, dass wir taktisch besser drauf sind als sie. Sodass sie sich dann wirklich später auch in die Rolle einfügt, dass sie schön unsere erste Stadt, die wir dann hoffentlich auch bald mal erobern, verwaltet für uns. Ich denke, da kann man ihr definitiv vertrauen mit ihren Skills. Ach, da habe ich nicht aufgepasst. Ja, gut. Den blockieren wir mal. Zieht sie darüber. War schon fast zu erwarten. So. Das war doof von mir. Jetzt zieht sie hier rüber. Nicht? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich mich selbst ordentlich in die Klemme gebracht. König, geh mal darüber. Ja. Sie hat mich mehr oder weniger in eine Schachmatt-Situation rein verfrachtet und ich bin voll drauf reingefallen. Na gut. Man kann ja nicht immer gewinnen. Also ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Oh Gott, jetzt sind so eine Quest. Ich habe nicht gespeichert. Oh oh. Ja, es ist gut, die Chance zu haben, sich gegenseitig kennenzulernen. Okay, das sieht schon mal deutlich besser aus, als ich befürchtet habe. Aber es kann immer noch schief gehen, ne? Weil 94% sind halt nur 94, nicht 100. Ich habe das Glück, in einer Zeit zu leben, in der sich ein tapferer Krieger einen Namen machen kann. Nee, warte mal, was ist Ihre Frage? Man sagt, ihr seid recht weit gereist. Erzählt mir ein wenig über eure Reisen. Ja, es ist eine raue Welt, aber es gibt viele Gelegenheiten, die man jetzt ergreifen kann, wenn man keine Angst hat, sich die Hände ein wenig schmutzig zu machen. Und sowas möchte die hören? Bist du dir wirklich sicher? Banditentum, Führung, Tapferkeit. Ich dachte, die möchte irgendwas wissen über schöne Berge, Flüsse und so, wenn sie hier von der Welt erzählt. Hier wäre, weil unser Charisma schon hoch ist, deswegen wird es in grün angezeigt, hätten wir hier auch eine Chance. Nach der Auswahl wird diese Option den Überzeugungsversuch in die nächste Phase bringen. Ja, okay, das ist normal. Die 90%, ich würde sagen, nehmen wir mal die Antwort hier. So. Yippie! Leider kein kritischer Erfolg, weil dann hätten wir sofort gewonnen. Ja, vielleicht habt ihr recht. Zwischen euren Anhängern, euren Rivalen und euren Feinden müsst ihr eine Menge interessanter Leute getroffen haben. Ich fühle mich einfach geehrt, an der Seite von Genossen gekämpft zu haben, die sich nichts dabei gedacht haben, ihr Blut zu vergießen, um mich am Leben zu erhalten. Das würde sogar mich überzeugen, bin ich ganz ehrlich. Unwirksam! Mäh! Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Okay, jetzt haben wir andere Antwortmöglichkeiten. Ich werde dafür sorgen, dass diejenigen, die den Hals für mich riskiert haben, die für mich geschwitzt und geblutet haben, das bekommen, was ihnen zusteht. Achso, warte mal. Einige Leute sagen, dass ihr weit kommen werdet. Nehmen wir an, ihr würdet euch auf einer Machtposition wiederfinden. Was würdet ihr tun? Genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Erfolgreich. Sehr schön. Also wenn ich das richtig verstehe, bei unwirksam wird einfach eine andere Frage gestellt. Und die ist aus dem Zufallspool wohl. Sag mal, ist unser Avatar hier schüchtern oder warum sitzt der die ganze Zeit so da? Posaunt hier große Worte raus und dann so, ich mag nicht reden. Was ich aber gut finde von der Mimik her, sie guckt sehr interessiert. Also sie guckt so forschend. Am Ende glaube ich nicht, dass wir viel gemeinsam haben. Okay. Verkackt, ja. Ah, das ist mir neu, dass das jetzt mittlerweile geht. Geh mal raus. Wir speichern jetzt mal. Wir probieren es nochmal mit ihr. Wir geben ihr noch eine Chance, nicht sie uns. Haha. Pass auf. Ich habe mich von der letzten Folge zu jetzt noch nicht gespeichert, wegen dem Brettspiel. So. Versuchen wir es nochmal.
Ja? Meine Lady, könnt ihr mir noch eine Chance geben, mich zu beweisen? Es tut mir schrecklich leid. Wir sind nicht wirklich miteinander kompatibel. Mann! Schade. Na gut, dann nicht. Such was anderes raus. Puh. Ich würde es am liebsten großkotzig sagen, es gibt noch viele Fische im Teich, aber bei den Suchkriterien muss man wahrscheinlich vielleicht doch aufpassen, was man sagt. So, warte mal jetzt. Jetzt gucken wir hier nochmal in die Steuerung rein. Maustastatur. So. Enzyklopädie. Haben wir die hier irgendwo als Kastentürzel? Kennt jeder. Schon spät. N. Okay. Gut. Dann N. Wunderbar. Weiblich, lebend, kaiserreich, adlig. So, Zoana. 25 Jahre alt, null Beziehung, wir kennen uns noch gar nicht. Sie gehört aber dem südlichen Kaiserreich an. Zuletzt in Diatma gesehen. Das ist, glaube ich, ein ganzes Eckchen weit weg. Sie ist vorsichtig und ehrlich. Außerdem Verwaltung 120, Handel 100, Charisma 80. Volltreffer. Bin jetzt schon verliebt. die ist noch besser als die, die wir uns vorher ausgesucht haben. Sie ist in Diatma gesehen worden. Dann markieren wir doch mal Diatma. Nehmen wir hier den Tracker raus. Diatma. Warum wird es mir nicht angezeigt? Hä? Festung Erze nur? Hä? Ach hier, Poros können wir endlich mal rausnehmen. Gehen wir nochmal auf die Enzyklopädie. Die hat man markiert. Das gehört Lukon. Das ist sehr wichtig sogar, weil mit Lukon müssen wir ja auch mal sprechen. Der ist zurzeit in Saneopa. Aha. Aber trotzdem, warum ist die Atma jetzt nicht markiert? Kann man hier steht aus. Ach Mensch, hier unten ist es doch. Ach, Blindpese. Und das ist natürlich nicht unser Kaiserreich. Ne? Nicht so wörtlich, ne? Das ist das Nördliche. Ist das in der Nähe der Aserei? Kein bisschen. Wollte ja jetzt eigentlich mal auch eine eigene Stadt. Und da bietet sich natürlich so ein Krieg gegen diese Aserei gerade gut an. Andererseits vielleicht auch nicht. Gott, wir reiten jetzt hier nach Saneopa. Westliches Kaiserreich. Warte mal, wie viel habt ihr? Auf dem Weg dahin nehmen wir natürlich noch ein bisschen Geld mit. Wenn sie nicht so schnell sind. 3,7. 5,3. 4,3. Eigentlich. Och Mann! Ich jag dir hier quer über die Karte und ihr schnappt sie mir von der Nase weg. Hm. Wenigstens mein Anteil. Taros. Dich merke ich mir. Aber ist das... Hat der uns nicht schon mal was vor der Nase weggeschnappt? Mir kommt der Name so bekannt vor. Habe ich jetzt daneben geklickt? Nee, gut. Oh, schöne Position. Ah, und der rennt voll drauf los. Na gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf meine Auslastung achten hier. Moin! Bist du Tarsos? Nee, Quatsch. Kann er gar nicht sein. Ja, schön daneben gerannt, wie sich das hier hört. Denkste. Wo sind denn die Reiter? Leben da noch vorne noch welche? Hier vielleicht? Hallo? Wo ist der Gegner? Da hinten. Ach Gott. Wir kloppen hier ein bisschen drauf ein, wa? Damit unsere Bogenschützen nicht so niedergemacht werden. Ach, schön daneben gehauen. Ja. Perfekt. Da stehen ja auch noch welche. Ach nee, das sind die Lastenpferde und alles und Kamele und so. Hallöchen!
So. Na, einmal drehen und weiter jetzt. So, und so, und nicht mehr so. Okay, dann einmal drehen nochmal und dann nochmal hier und dann nochmal da und da kriegst du den noch und so. Ey! Thasos, oder? Du bist doch bestimmt dieser Thasos. Komm mal her hier. Jetzt reicht's. Das war bestimmt Thasos. Ich würde so lachen, wenn das jetzt wirklich ist. Friendly Fire geht doch hier, oder? Bisher ging es zumindest immer. Wenn ich jetzt auch treffen würde. Da steht nicht, wen ich getroffen habe. Ah! Blandianischer Champion. Na gut. So, wir hatten einen Verwundeten. Leider nicht Thasos, sondern sogar noch bei uns einen. Und das war Kusai Karawanwache. Okay. Naja. Beziehung verbessert. Fünf Gefangene. Wollen wir die wirklich nehmen? Ja, wenigstens die Asereiwache hier. Ja, auch noch den. Das sind wenigstens hochleverige. Pferdchens, Maultierchens, Pferdchens, Pferdchens. Okay, Stufe 4 Handwaffe, Stufe 1 Schild, okay. Fleisch und Fisch. Oh, und davon nicht wenig. Immer her damit. Bier, Butter, Datteln. Das war wohl so ein Nahrungstransport im Allgemeinen hier. Warum nehme ich die Sachen eigentlich einzeln rüber, Stepp? Zack. Gehen wir gleich mal verkaufen, oder? Abgesehen von der Nahrung. Habe ich da gerade einen Feind gesehen in unserer Stadt? So, das markierst du, das markierst du. Wir werden nämlich jetzt viel reisen müssen. Das kannst du raushauen. Alles. Auch. Weg damit. Weg. Hartholz bleibt. Töpferwaren. Hatten wir für unter 50 eingekauft. Heute weg. Holzkohle bleibt. Leder. Super Preis. So. Hau weg. Warum habe ich das jetzt eigentlich manuell gemacht? Ich weiß es auch nicht. So. Es ist später am Abend bei mir. Verzeiht mir meine leichte Verwirrung. Gelegentlich. Kleine Fraktion Mitte. Verborgene Hand. Der wird mir hier feindlich angezeigt. Warum darf der hier sein? Ah. Ich weiß, gegen die haben wir ein paar Mal gekämpft. Aber hier wird angezeigt Beziehung 16. Mal Rechtsklick drauf hier. Ganz ehrlich, kann ja eigentlich bloß noch so ein Anzeigefehler sein, ne? Pharaon, Armee, wo sammelten sich die? Vostrum. Hm. Und ich muss einfach mal in die andere Richtung. Sauerei. Na klasse, jetzt wird das Ding doch belagert. Oh. Wir halten den Fickerorn an. Vielleicht werden wir da noch die Töpferei Waren los. Und ich habe Caps Lock drin. Das ist natürlich unpraktisch. Glücksbanditen. Ja, paar schon. Ich würde wirklich immer noch so lachen, wenn dieser Tool, der hier immer rumrennt, wenn das unser ehemaliger Tool gewesen sein sollte. Tool der Goldene oder wie er sich nannte. Ab und zu mal rennt hier nämlich so ein Truppenanführer namens Tool rum. Es erinnert mich doch einmal sehr stark an unseren schmerzhaften Karawanenverlust. Keine Ahnung, warum ich jetzt angehalten habe. So. Menno. Poros wäre auch nicht so toll. Sironia und Epikrotea. Sironia und Epikrotea.
Sironia und Epikrotea. Natürlich. Einmal jeweils in die vollkommen andere Richtung. Aber wo ist ein Epikrotea? Ja, wo ist es denn? Wer hat's versteckt? Ah, hier hinten. Okay. Ja, ist sehr nah dran. Ich meine, gut, von Diatma aus ist es wirklich nicht mehr weit. Und das müsste doch, wenn mich nicht alles täuscht, die Region sein, wo wir die Eisenerze herbekommen, oder? So, wandern mal dahin. Vielleicht haben wir noch Glück, dass wir da noch reinkommen. Dass wir dann endlich mal mit Lukon sprechen können. Der uns ja nun schon gefühlt 10.000 Male empfohlen wurde, dass wir mit dem über die Schlacht bei Netzeres quatschen sollen. Hallo, warum brichst du ab? Ich habe nichts gedrückt. Reite weiter. Ach so, weil die Belagerung abgebrochen ist, deswegen wahrscheinlich. Ist ja schon mal gut, dass wir die gewonnen haben. Waldbanditen, Plünderer, Gebirgsbanditen. Oh. Ist alles nicht so wichtig. Jetzt geht's endlich mal um die Hochzeit hier, verdammt ich nur einst. Denn die Ehefrau können wir auch als Gefährte mitnehmen. Damit sie halt ein paar Mal schwanger wird. Und wenn wir dann irgendwann mal eine Stadt haben, können wir sie auch richtig schön als Dingens anstellen. Wie heißt das jetzt nochmal das Wort? Gouverneur. Wo ist denn der jetzt hin? Der Typ. Menno. Nee, ich wollte hier raus. N. Helden. Oh, dass ich das immer wieder neu eintippen muss. Kaiserreich. Lebend, weiblich. Du warst es, oder? 25, genau. Dein Papa ist der Lukon, oder? Genau. Vater Lukon. Du bist immer noch in der Stadt Diatma. Das ist sehr gut. Wo ist dein Vater jetzt schon wieder? Heute in seiner Oper gesehen. Muss ich dazu zum Burgfried gehen? Eigentlich schon, aber hier ist er nicht. Das ist doof. Bist du das? Ach, Mann. Hallo. Nee, Dorfbewohner. Ja, ist er definitiv schon weitergeritten? Kann man nichts anderes machen, als jetzt ebenfalls weiterzureiten nach Diatma. Auf dem Weg zu unserer diesmal hoffentlich zukünftigen Frau. Ich werde diesmal vorher abspeichern. Ich hab mir nochmal von... Warum brichst du das immer ab? Ich hab mir mal von Franco Fabuliert, ein YouTuber, der sehr wunderbar erklärt, ein Video angeguckt, wo er auch definitiv empfohlen hat, aufgrund dieser Quests, wie man das machen muss, hier mit dem Überzeugen, dass sie einen heiratet und so weiter, dass man da definitiv mal vorher speichern sollte. Ist sehr empfehlenswert. Nördliches Kaiserreich und Kusaid schlossen Frieden. Obron von blablabla, der Kusaid wurde aufgrund der Friedenserklärung befreit. Aha. So, reiten wir direkt vor die Stadt. Wir machen erstmal Beschleunigung. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch langsam reite. Oha! Appys Armee! Ist Lukon und bei dir vielleicht so? Wir speichern. LP03 Dage. So, rein da. Sag mal. Westliches Kaiserreich führt Krieg gegen Südliches, nördliches, nördliches, ne? Ja. Ich würde da gern mal rennen. Ich hab nichts mit eurer Geschichte zu tun, verdammt.
Ich möchte eine Frau rausholen. Ich will sie befreien, ihr Leben retten, sodass sie mich auf ewig liebt und mich heiratet, mir 1000 Kinder gewährt, obwohl so viele möchte ich gar nicht. Hi. Ist vielleicht... Nee, der wird nicht bei dir sein. Warum quatsche ich dich überhaupt an? Ich habe eine kurze Frage. Hä? Kannst du mir was davon erzählen? Nein, nur Lucan. Und der ist nicht auffindbar. Ach, was dauert? Wir vertreiben uns mal ein bisschen die Zeit, wenn ich die hier gerade rumschlawenzeln sehe. Schönen guten Tag. Kommen Sie mal her. So. Können wir wenigstens noch ein bisschen was Sinnvolles machen, als nur hier zu stehen und zu warten. Apropos, ich würde sagen, boah. Habt euren Spaß damit. Ich versuch's auch. Komm schon, Glückstreffer. War kein Treffer. Oh, verdammt. Zu spät. Zu früh. Rips ab, gib Gas. Nochmal. Hallöchen! Oh, nice. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt auch, glaube ich, so eine Zweihand-Stangenwaffe, die ist in der Lage, mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen und zu töten. Ja. Ja. So. Und wir hatten auch nur einen Toten. Ich weiß, aber nicht schuld. Nein. Nein, meiner. Nein. Falsche Richtung geschlagen. Jut. Wunderbar. Nee, danke. Die möchte ich auch nicht so unbedingt haben hier. Oder? Warte mal. Es sind die. Verdammt. Ah, es sind die Plünderer, die man zu Kaiserlichen rekrutieren kann. Ach, Robin. Robin, du solltest dir vielleicht doch mal angewöhnen, spät am Abend nicht mehr aufzunehmen und wenn doch, dann wirklich nur des Unterhaltungszweckes wegen. Verdammt. So, gibt's hier noch welche? Bestimmt, oder? Ja, bisschen schneller. 1097, Mensch, apropos 1097. Was macht denn unsere... Brauerei. Wunderbar. Ein 200er. Die Töpferzunft in Fickeon. Die hat mich jetzt doch ziemlich enttäuscht. Da werden wir doch mal was anderes machen. Muss ich bloß mal in Poros und Fickeon vorbeischauen, um nochmal zu gucken, was man da alles herstellen kann. Aber es kann gut sein, dass wir in Poros uns dann entscheiden werden, zu sagen, weg damit. Dann doch lieber woanders gründen. Aber gut. Jetzt gucken wir uns erstmal hier nochmal ein bisschen um. Bis die Belagerung da endlich mal vorbei ist und wir dann endlich mal an die Dame da rankommen, um zu gucken, ob sie dann bereit wäre, um uns zu heiraten. Ah, hier, keiner mehr. Hier, 12. Wie schnell seid ihr? 3,4? Meins. Nee, reit mal bitte in die andere Richtung, dann sind wir näher an der Stadt dran. Dankeschön. Schön Doppelklick drauf gemacht, dann geht das nämlich auch mit der schnellen Geschwindigkeit hier. Der Kampf ist im Gange, sehr schön. Dann ist ja vielleicht doch irgendwann mal vorbei, das Ding da. Und wehe, ihr tötet die Dame. So. Angriff. Diesmal würde ich gerne nur der Infanterie den Angriff geben. Damit die auch endlich mal aufleveln, weil um die geht's mir ja eigentlich immer. Kavallerie und Bogenschützen, bleibt ruhig da stehen. Was, wie im Dorf? Lol. Moin. Au! Ja. Ja, das war nichts. Wirklich nie? Achso, so ein Stein oder sowas. Na, hab dann? Nicht? Kriegen? Doch nicht. Doch. Ja, geht doch. Cool, dass man das Dorf hier auch als Schlachtfeld bekommt. Gefällt mir.
So, aufgelevelt irgendjemand? Ja, sehr gut. So muss es sein, so ist es fein. Plünderer mitnehmen, weil die können wir wieder zu Kaiserlichen machen. Jetzt nehme ich auf jeden Fall immer Plünderer mit. Außer ich habe es bis zum nächsten Mal aufnehmen wieder vergessen, dass das diejenigen waren. Ach komm, ja, gib mal das her hier. Eh nur Ramsch. So, wie lange braucht ihr denn noch hier? Hm? 200 Verteidiger sind noch da, 116 sind bereits verwundet. Ich möchte doch nur dahin. Ja, dann schaffen die definitiv nicht mehr. Oh, warte mal, Hallöchen. Wie schnell seid ihr? Sehe ich gerade noch nicht. Bevor ich jetzt hier sinnlos hinten rumstehe und warten muss. Hallöchen, kommt mal her hier. So, 23 Mann. So, kann man nochmal unsere Infanterie draufhetzen. Angriff. Infanterie, Attack! Ja! Ich komme auch mit, keine Sorge. Ist das wieder ein Dorf hier? Nee. Aber interessantes Gelände, muss ich ja mal gestehen. So ein bisschen mittelgebirgig. Also wie so Mittelgebirge an sich, meine ich jetzt. Ja, perfekt daneben geschossen. Habt ihr gesehen, Männer, so macht man es nicht. Also der erste Schuss. Der zweite war schon besser. Der dritte, ja, geht so. Sollte man aber nicht immer so machen. Aber sag mal, ich mache irgendwie deutlich weniger Schaden als früher mit dem Bogen, habe ich das Gefühl. Okay, habt das schon. Gut. Die da kriegen wir. Einmal so. Brems. Und einmal so. Ah, verdammt. Das wäre so ein schöner Move gewesen. Aber interessant, dass die einen immer versuchen dann umzureiten. Umzulaufen, statt einfach mal zu sagen, ich weich dem da aus. Der versperrt mir ja eh gerade den Fluchtweg. So, alle weg? Nicht? Läuft da irgendwo noch einer, ja? Ah ja, ich sehe schon, da hinten. Er nimmt Anlauf, zielt, wirft und Home Run! Ich weiß, das gehört sich nicht. Es macht trotzdem Spaß. So. Plünderer, 6 Stück. Immerhin. Na gut, was erwarte ich hier auch? Also wenn, dann sollte ich mich vielleicht mal eher so um Gebirgsbanditen und sowas kümmern. Die haben vielleicht doch mal ab und zu eine etwas bessere Ausrüstung dabei. So, wie weit seid ihr denn jetzt hier? 50 Verteidiger noch. 44, 33, 27, 12, 4, 3, 1. So, das war's. Jetzt gehe ich auch da rein. Ich hoffe, die ist jetzt noch da. Nicht, dass sie jetzt automatisch woanders gespawnt ist. Apis, Mina. Weiblich, lebend, Kaiserreich. Adlig. Suana, gesehen heute in Diatma. Gefangen genommen. Nein. Och Mann. Ich will muss heiraten. Und sobald ich verheiratet bin, will ich sagen, ich will doch bloß in die Schlacht ziehen. Kerker gehen? Da ist sie! Hi! Du! Ja! Mit dir! Oh. Wollte ich reden. Komm schon, die gehört doch dann sowieso nicht mehr der Fraktion an. Lass mich sie doch einfach überzeugen, einen Antrag machen und sagt sie, ja, ich überzeuge noch ihren Vater oder Bruder oder wen auch immer, der Anführer des Clans ist. Und dann ist sie weg. Dann ist sie für euch kein Problem mehr.
befreundetes Kaiserreich, also hier westliches, dann ist doch kein Problem mehr. Was soll denn das? Wie bist denn du so drauf? 21? Nicht verheiratet? Hinterhältig und grausam. Ist jetzt nicht so toll. Hat aber auch sehr gute Werte hier. Charisma sogar 140. Wow. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Also, entweder mag das Spiel mich nicht und will es mir einfach jedes Mal vermasseln, oder ich hatte einfach nur Pech. Das war Quatschen. Aber will ich das wirklich? Ich weiß nicht. Nee, komm. Ich möchte jetzt nicht hier eine haben, die so viele negative Eigenschaften hat. Du, wenn du da auf dem Thron sitzt, dann kannst du doch bestimmt auch entscheiden, dass sie aus dem Thron, aus dem Verlies rauskommt, oder? Ich bin Krotor, aus dem Hause Dionikos. Unsere Familie ist seit den ersten Tagen. Ja, komm, du, den Text kenne ich schon. Den haben sie jetzt irgendwie schon alle runtergeleiert. Es gibt da etwas, was ich gerne mit dir besprechen würde. Fahr fort. Allianz zwischen den Familien? Nein. Unter uns, was haltet ihr von nein? Egal. Kurze Frage. Ist mir dann auch egal. Gut, dann gehe ich halt wieder, weißt du? Schade. Wirklich schade. Ist jetzt natürlich die Frage, wie lange das dauert, bis die freigelassen wird. Weil die beiden Kaiserreiche sind nicht klein, die jetzt da miteinander im Krieg sind. Hier ist auch gerade eine Belagerung, die stattfindet. Kannst du vergessen, ey. Mann! Also was ärgert mich, bin ich ganz ehrlich. Oha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obwohl, ich habe gar nicht abgezählt. Wir haben viel zu viele Bogenschützen, nicht Depp. Na gut. Obwohl, zu viele kann man ja eigentlich nie haben, ich weiß. Sehr schön. Können wir noch drei mit hinzuholen? Wie viele braucht. Ah, wir haben gerade bloß Platz für einen, aber egal. Dann nehmen wir halt den einen mit dazu. Und ihr müsst einfach mal warten. 900 haben wir mittlerweile. Krass. Ja, gut, Lieben, wir sind jetzt wieder in der Überlänge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Pech in der Liebe, Glück im Krieg oder so, keine Ahnung. Im Spiel habe ich ja auch verloren gegen die letzte Anwärterin. Ob ich denn jemals eine Gattin hier bekomme in dem Spiel, seht ihr dann in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wer denn die Auserwählte sein wird, schaut doch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Ciao.